So, diesmal vor einem 5er BMW aus der G30 Reihe. Vor mir habe ich schon den Display Key, den gibt es optional, kennt man vielleicht auch aus dem 7er. Wenn ich jetzt den Schlüssel einmal nutze, um das Fahrzeug zu öffnen, geht er einmal an und das Fahrzeug öffnet sich. Wir sehen uns dann gleich im Fahrzeug. So, vor dem Fahrzeug angekommen, öffnen wir einmal die Türe. Dann sieht man schon, die Displays fahren hoch und wir können aber einsteigen. Dann sieht man, man wird schon begrüßt, je nachdem, wie man das Profil genannt hat, steht dann da der jeweilige Name. Ich schließe jetzt einmal die Türe. Nun kann man jetzt hier mit dem Drehrücksteller einmal bestätigen. Wir fangen an mit der A5. Und einmal hier das Radio leiser drehen. Heute geht es wieder darum, was macht welcher Knopf. Wir beginnen einfach, würde ich sagen, hier im Mittelkonsolenbereich. Da sind wohl die meisten Knöpfe hinterlegt. Hier an der Position haben wir den Warnblinkschalter, ziemlich mittig positioniert. Wenn wir draufklicken, sehen wir, er blinkt und hier blinkt es auch. Dann rechts daneben haben wir den Fahrassistenzknopf. Wenn wir einmal drauf drücken, kommen wir so ins Intelligent Safety Menü. Hier sehen wir, alle Assistenzsysteme sind eingeschalten. Man kann entweder noch auf individuell stellen oder ich halte länger gedrückt, dann schalte ich alle aus. So. Sehen wir, sind alle ausgeschalten, alle aus und das leuchtet auch nicht mehr grün. Klicke ich jetzt nur einmal drauf, dann sind wieder alle eingeschalten. Ich könnte mir jetzt auch noch den Modus individual konfigurieren, dann könnte ich jetzt hier die ganzen einzelnen Assistenzsysteme nochmal einstellen. Dann komme ich hier weiter runter, dann sind wir hier in dem Menü. Hier können wir einmal den Mode wählen, sprich wenn wir jetzt hier im Radiomenü sind, können wir auswählen, welche Quelle. Dann hier können wir die Verkehrsfunkansagen aktivieren oder deaktivieren, sprich wenn irgendwo in irgendeinem Radiosender eine Verkehrsinformation kommt, wird das hier direkt dargestellt. Dann haben wir hier einfach den Lautstärkeregler und wir können das gesamte System ausschalten. Einmal muten oder wieder entmuten, beziehungsweise wenn ich länger gedrückt halte, einfach das System ausschalten. Dann haben wir hier so Hotkeys oder Schnellwahltasten, die jetzt hier alle nicht belegt sind. Und man hätte noch das Connected Drive hier ganz rechts. Hier kann man einfach den Radiosender schnell wechseln oder den Titel oder je nachdem, in welchem Menü man ist. Und hier die CD ausfahren lassen, die man eben hier auch reinmachen kann. So, dann weiter hier unten sehen wir das Klimamenü. Ich kann das jetzt einfach einschalten, da wir hier die Standlüftung haben. So, dann aktiviert sich das alles schon. Hier mit dem Knopf können wir einfach die maximale Klimaleistung abrufen, deswegen Max Air Conditioning, maximale Klima. Dann können wir uns noch aussuchen, von woher uns die Luft pustet. Hier kommt es einfach verschiedene Einstellungen. Hier sieht man, da kommt nur der mittlere Bereich, dann unten alle Bereiche und die Vorderscheibe. Man kann es aber auch einfach auf Auto lassen, da wird das automatisch. Dann hier maximal vorne zum Enteisen und dann für hinten zum Enteisen. Dann kann ich einfach noch die Temperatur einstellen. Nach rechts ist wärmer, nach links ist kälter. Immer 0,5 Grad Schritte. Ob man da jetzt so einen großen Unterschied bei 0,5 Grad merkt, muss jeder selber entscheiden. Wenn ich einfach hier reindrücke, dann mache ich die Automatik an oder aus. Dann gehen wir zuerst noch auf die rechte Seite. Da kann ich hier nochmal für den Beifahrer auswählen, aus welcher Richtung die Luft herkommen soll. Hier kann ich genauso auf Auto drücken. Dann kann ich beide Bereiche noch synchronisieren, sprich immer dieselbe Temperatur. Dann hier unten einfach hier die Luft bleibt im Fahrzeug, es wird keine Luft von außen reingelassen. Und hier einfach noch die Klima an sich an und aus. Hier kann ich noch, obwohl Auto eingestellt ist, bei beiden Seiten eben die Lüftergeschwindigkeit oder die Lüfterstärke machen. Hier hört man dann auch gleich lauter. Aber ich lasse es jetzt einfach weiter hier unten. Oder ich kann es auch ausschalten. Dann hier kann ich noch die Sitzheizung dreistufig auf beiden Seiten. Und es gibt noch mal ein extra Menü. Hier sehen wir haben die Fondklima. Deswegen gibt es hier noch die Einstellung für Fondklima. Also für hinten. Es gibt eine Umluftautomatik. Das Fahrzeug regelt dann selber. In diesem Menü kann ich dann noch die Temperaturanpassung, was früher hier war,
durchführen, das muss man ja nicht so oft machen. Da kann ich einfach nochmal extra die Kälte und Wärme einstellen, beim Beifahrer und Fahrer. Dann die Standheizung und Standlüftung. Natürlich nur, wenn das Fahrzeug das hat. Kann ich entweder direkt aktivieren, wenn ich jetzt zum Beispiel direkt rausgehe und nur kurz beim Einkaufen bin und will, dass das Fahrzeug weiter gekühlt wird. Oder ich habe eine einmalige Abfahrtszeit, sprich nur einmal, dann wird es wieder deaktiviert. Dann kann ich noch mir eigene Abfahrtszeiten an bestimmten Wochentagen und zu bestimmten Uhrzeiten einstellen. Könnte man sich jetzt zum Beispiel eins für unter der Woche und eins für das Wochenende machen. Dann gibt es noch eine extra Einstellung für die Sitzheizung, beziehungsweise wir haben hier halt nicht die Sitzlüftung, aber wäre auch noch möglich. Dann kann ich einmal die Balance zwischen Sitzkissen und Sitzrücken oder einfach ausgeglichen. Dann kann ich auch auf allen Sitzen einzeln jeweils einstellen, ab wie viel Grad die Sitzheizung denn aktiviert werden soll. Und auf welcher Stufe dann. Oder ich kann es einfach deaktivieren, dass ich sie immer selber einschalte. Dann können wir eins weiter runtergehen. Hier sehen wir einmal zum Gangwechsel den Gangwahlhebel eben. Hier den Drehrücksteller fürs iDrive mit verschiedenen Hotkeys. Und eine Zurücktaste und eine Option-Taste. Hier kann ich das ESP ein- und ausschalten und verschiedene Fahrmodi wählen. Je nachdem, welche Fahrmodi ich wähle, ändert sich auch hier mein Tacho. Das kann ich eben machen, wenn ich jetzt das Fahrzeug einmal einschalte. Und wenn ich jetzt einmal auf Spot klicke, dann ändert sich hier einmal das Display. Oder wenn ich auf Komfort gehe, ändert sich das Display auch. Das hatten wir gerade schon. Und ich kann noch auf Eco Pro. Das ist dann eben, da wird mir nur hier bis 130 km/h angezeigt. Überschreite ich die Geschwindigkeit, dann wird mir auch mehr angezeigt, aber es ist eben effizienter, wenn ich unter dieser Geschwindigkeitsgrenze bleibe. Oder ich kann noch auf Adaptive, aber Adaptive wählt einfach je nach Fahrsituation selber, welcher Modi denn jetzt am besten ist. Jetzt mal zurück auf Komfort. Dann können wir gleich noch einmal hier rüber gehen und auf die Kamera wechseln. Dann sehen wir hier, wir haben hier die 360-Grad-Kamera. Wir sehen das Fahrzeug links von oben und rechts, je nachdem, in welchem Gang wir sind. Wir können jetzt aber auch einmal ums Fahrzeug herumschauen. Wir sehen ziemlich qualitativ hier. Und sind wir wieder hier vorne. Könnte mir jetzt auch hier so eine Seitenansicht zeigen, wenn ich jetzt am Bordstein oder so bin oder eben meine Rückfahrkamera. Wir können auch auf Auto gehen. Dann wird automatisch, je nachdem, wenn ich jetzt in den Vorwärtsgang gehe, dann wird mir auch hier vorne das angezeigt. Gehe ich wieder in den Park. Dann kann ich gleichzeitig noch hier die Kamera zeigen. Das ist 180-Grad-Kamera habe ich einmal vorne. Wenn ich jetzt aus einer Kreuzung rausfahre, dann sehe ich aus der Kreuzung raus. Oder auch für hinten, wenn ich jetzt nochmal den Knopf drücke, wenn ich hier auch wieder aus einer Kreuzung rausfahre. Wenn wir jetzt einmal schauen, jetzt gibt es hier noch den Knopf für die Feststellbremse. Die muss ich selber aktivieren, wenn ich Autohold nicht aktiviert habe. Sprich, wenn ich jetzt Autohold aktiviere, sehe ich auch hier, ist aktiviert, weil wir jetzt stehen. Und wenn ich dann jetzt das Fahrzeug einmal ausschalte, dann wird automatisch die Feststellbremse betätigt. Sehe ich einmal hier und sehe ich einmal hier. Habe ich Autohold jetzt nicht aktiviert, dann wird das nicht gemacht. Das ist etwas blöd, aber ist halt so. Kurz dazu, wie der Gangwahlhebel funktioniert. Ich schalte nochmal kurz das Fahrzeug an. Ziehen. Also ich muss hier immer auf Unlock, hier ist ein Knopf, den drücken. Zu mir ziehen ist für Fahren, dann nur so ein bisschen vor ist für Neutral und ganz zurück ist für Rückwärts. Und wenn ich jetzt ganz nach auf D und dann nach links gehe, dann bin ich im Sport. Das ist einfach ein sportlicheres. Kann ich auch auf P, dann wird automatisch hier zurück. Genau.
Jetzt kann ich auch das Fahrzeug wieder ausschalten. Dann haben wir hier noch das Lenkrad. Die rechte Seite ist fürs Infotainment und die linke Seite ist für die Fahrerassistenzsysteme. Fangen wir mal rechts an. Kann ich einmal lauter und leiser machen. Außerdem haben wir hier jetzt das Head-Up-Display. Wenn ich jetzt hier auf Mode klicke, dann kann ich die Radioquelle ändern. Hier ist DAB. Wenn ich jetzt nochmal draufklicke, dann kommen wir FM. Dann könnte ich noch auf AM oder meine Musikfestplatte, gespeicherter Sender, oder ich gehe zurück zu DAB. Und mit dem Knopf hier kann ich jetzt meinen Radiosender wechseln. Und wenn ich reinklicke, gehen wir jetzt mal zurück zu das Ding. Wenn ich jetzt hier mal reindrücke, dann wird der Sender ausgewählt. Sieht man auch hier. Das war es dann zur rechten Seite. Bei der linken Seite kann ich jetzt die Fahrerassistenzsysteme einstellen. Fangen wir hier rechts oben an. Das ist die für die Geschwindigkeit. Wenn ich den Knopf drücke, dann wird die Geschwindigkeit eben eingestellt. Meine aktuell übernommen. Und wenn ich dann hier hoch runter klicke, dann kann ich die erhöhen. Wenn ich ein bisschen hoch drücke, 1 km/h groß, sind es 5 oder 10, ich bin mir gerade nicht sicher. Und wenn ein Geschwindigkeitslimit erkannt wird, er wird mir angezeigt, ob ich hoch oder runter klicken soll, um die Geschwindigkeit zu übernehmen. Dann muss ich einfach fest hoch oder fest runter drücken. Dann wird die Geschwindigkeit übernommen, aber sie wird nicht komplett automatisch übernommen. Dann kann ich mir hier einfach den Limiter einstellen, also ich kann die Geschwindigkeit, die eingestellt ist, nicht überschreiten. Dann hier den Lenkassistent. Wenn ich einmal das Fahrzeug nochmal kurz einschalte, dann wenn wir dann hier drauf drücken, sehe ich, hier ist das Lenkrad. Und hier würden mir angezeigt werden, ob die Linien erkannt sind. Das gleiche auch im Head-Up-Display. Und hier kann ich einfach noch die Distanz einstellen zum vorausfahrenden Fahrzeug. Ja. Dafür muss aber das hier aktiviert sein. Geht jetzt halt während dem Stehen nicht. Und hier kann ich dann noch die Geschwindigkeit wieder annehmen oder canceln, was ich jetzt alles eingestellt habe. Dann hier ist der Scheibenwischhebel. Jetzt ist er auf der Autoposition. Gehen wir jetzt also eins runter. Ist er komplett deaktiviert. Gehen wir noch eins runter. Wischt er genau nur einmal. Gehen wir wieder eins hoch. Sind wir bei Auto. Und wenn wir jetzt nochmal eins hochgehen, dann wischt er dauerhaft. Und nochmal eins hoch. Würde er schneller dauerhaft gehen. Hier ist dann noch die Empfindlichkeit. Und wie hoch er dann beim Automodus eben wischt. Und wenn ich es zu mir ziehe, dann wird eben Wischwasser noch hinzugefügt. Auf der linken Seite haben wir hier den Blinkerhebel. Natürlich runter ist links, nach oben ist rechts. Zu mir ziehen Lichthupe, nach hinten ist dauerhaft Fernlicht. Kann ich hier den Bordcomputer noch einstellen. Hier wird gerade die Kilometer angezeigt. Wenn ich draufklicke, dann ändert sich hier Verbrauch, Durchschnittsverbrauch und Geschwindigkeit komplett aus oder hier wieder die Kilometer. Und hier kann ich noch den automatischen Fernlichtassistenten einschalten. Den muss ich aber jedes Mal nach jeder Fahrt wieder einschalten. So, hier unten haben wir dann das Lichtmenü. Hier ist die automatische Lichtzuschaltung, also abends geht er automatisch Licht an. Hier kann ich es dann manuell anmachen. Hier kann ich das Standlicht aktivieren oder einfach alles ausmachen. Ich würde aber immer empfehlen, einfach auf Auto zu bleiben. Hier kann ich dann nochmal die Helligkeit des Cockpits hier einstellen. Rechts das Parklicht oder links das Parklicht und Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte. Hier kann ich dann noch das Fahrzeug verschließen und entriegeln. Gehen wir noch ganz kurz hier hin. Hier sind die Fenster. Hier kann ich die Kindersicherung hinten aktivieren für die Fenster. Das heißt, hinten kann man die Fenster nicht öffnen und nicht schließen. Hiermit kann ich die hinteren Fenster öffnen, schließen und die vorderen. Hier kann ich die Spiegel einklappen. Und die Spiegel an sich verstellen. Und hier noch eben auswählen, welchen Spiegel ich verstellen möchte. Hier sieht man noch 3 Knöpfe. Es ist fürs Memory, für die Sitze. Der Knopf hier, die 2 kann man sich einfach legen, indem man einfach Set drückt und dann einen Knopf länger von den beiden. Und dann wird das gespeichert. Und da unten hier kann man den Kofferraum öffnen und schließen. Dann hier oben findet man noch den SOS-Knopf. Bei einem Unfall wird der automatisch ausgelöst. Hier kann ich das Schiebedach öffnen und schließen. Wenn ich nach hinten ziehe, dann öffne ich es. Zuerst die Blende. Und wenn ich nochmal drücke, dann geht das ganze Dach auf.
Das gleiche kann ich machen, wenn ich weg von mir drücke, geht es wieder zu und nochmal geht auch die Blende zu. Und hier unten kann ich noch das Licht anmachen und die Leselichter. Das war's dann mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bei Fragen einfach in die Kommentare.